Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, braucht es zum Erfassen der SprecherInnenbedeutung mehr als ein Prinzip der Relevanz? Die Frage erinnert Sie möglicherweise an eine der vier Konversationsmaximen von Paul Grice. Und damit liegen Sie richtig. Ich werde das zunächst etwas ausführen, obwohl dem ein eigener Podcast gewidmet ist, und mich dann der eigentlichen Frage zuwenden, ob mehr als ein Prinzip der Relevanz nötig ist. Paul Grice hatte erkannt, dass wir in der sprachlichen Kommunikation und auch in der nichtsprachlichen Interaktion in aller Regel einem Kooperationsprinzip folgen. Nach diesem Prinzip können wir in aller Regel davon ausgehen, dass Gesprächsbeiträge anderer so gestaltet sind, wie es der akzeptierte Zweck des Gesprächs verlangt. Mit anderen Worten, dass Gesprächsbeiträge kooperativ gestaltet sind, damit wir sie im Sinne dessen verstehen können, was SprecherInnen damit meinen. Das ist weniger trivial, als es sich anhört. Klar, in aller Regel verstehen wir einander, zum Beispiel Sie, mich, hier und jetzt, aber denken wir an alltägliche Face-to-Face-Interaktionen, dann zeigt sich, dass wir sehr oft sehr viel mehr verstehen, als explizit gesagt oder besser geäußert wird. Stellen Sie sich vor, Sie radeln gemeinsam mit Ihrer Freundin und stellen fest, dass Ihr Licht nicht geht. Sie sagen, Mist, mein Licht geht nicht. Und Ihre Freundin sagt, im nächsten Ort ist ein Fahrradladen. Hier hat die Ausdrucks- und Äußerungsbedeutung Ihrer Äußerung keinen erkennbaren Zusammenhang mit der Ausdrucks- und Äußerungsbedeutung der Antwort Ihrer Freundin. Die Ausdrucksbedeutung betrifft dabei die konventionelle Bedeutung des Satzes unabhängig vom Kontext. Die Äußerungsbedeutung fügt der Ausdrucksbedeutung solche Bedeutungsaspekte noch hinzu, die die konventionellen Ausdrücke annehmen, wenn sie in konkreten Kontexten gebraucht werden. Sie gehen nach dem Kooperationsprinzip natürlich davon aus, dass Ihre Freundin mit Ihrem Gesprächsbeitrag Bezug auf Ihre Äußerung nimmt, dass es also überhaupt eine Antwort auf Ihre Äußerung ist. Und Sie verstehen die Äußerung Ihrer Freundin auch tatsächlich so, dass der Fahrradladen im nächsten Ort hilfreich bei der Wiederherstellung Ihres Lichts sein könnte. Das müssen Sie aber erschließen, weil Ihre Freundin es nur implizit gemeint, aber nicht explizit gesagt hat. Grice hat dafür den Ausdruck implikatieren bzw. Implikatur geprägt. Und um den Schlussfolgerungsweg vom Geäußerten zum Erschlossenen zu erklären, hat Grice vier Konversationsmaximen formuliert, die das Kooperationsprinzip darum ergänzen, wie Gesprächsbeiträge gestaltet sein müssen, um als kooperativ zu gelten. Das sind die Maximen der Qualität, Quantität, Relation und Modalität. Die Maxime der Relation fordert die Relevanz des Gesprächsbeitrags ein. Im Falle solcher Äußerungen wie der Ihrer Freundin werden offenbar Maximen verletzt. Sie sagt offenbar nichts Relevantes, Maxime der Relation, und ist nicht informativ genug, Maxime der Quantität. Sie zweifeln aber nicht an Ihrer Kooperativität nach dem Kooperationsprinzip und schließen deshalb, dass sie diese Maximen verletzt, um sie auf einer übergeordneten Ebene doch zu erfüllen. Sie folgern, dass ihr Beitrag doch relevant sein muss und kalkulieren, auf welche Weise. Sie kommen dann darauf, dass die Maxime der Quantität doch erfüllt ist. Ihre Freundin sagt nur so viel, wie nötig ist und nicht mehr, damit sie sie verstehen können. Die Schlussfolgerungen auf Basis von Implikaturen sind also sehr effektiv. Sie kommen zugleich der Maulfaulheit von SprecherInnen und den anstrengungslosen Schlussfolgerungsfähigkeiten von RezipientInnen entgegen. Der Ansatz von Grice ist kaum ausgearbeitet und er ist von verschiedenen ForscherInnen aus- und umgearbeitet worden. Ich nenne hier nur Lawrence Horn und Stephen Levinson. Der Ansatz von Grice hat auch Anlass zu alternativen Ansätzen gegeben, die bei Grice anknüpfen, um ihm dann zu widersprechen. Und dazu gehört der Ansatz von Dan Sperber und Deirdre Wilson namens Relevanztheorie.
Jetzt sollte auch die Ausgangsfrage dieses Podcasts langsam Sinn ergeben. Braucht es zum Erfassen der SprecherInnenbedeutung mehr als ein Prinzip der Relevanz? Sperber und Wilson sagen nein, und wie der Name ihrer Theorie schon andeutet, nehmen sie Ausgang bei Grices Maxime der Relation, die die Gesprächsrelevanz von Gesprächsbeiträgen einfordert. Sperber und Wilson kommen aber, anders als Grice, aus den Kognitionswissenschaften und stehen in Sachen Kognition vielen Annahmen der kognitiven Linguistik nahe. Linguistisch, so möchte ich nur einschieben, sind sie allerdings keine kognitiven LinguistInnen, da sie an die generative Grammatik anknüpfen. Grice dagegen kommt aus der analytischen Philosophie. Der Unterschied ist relevant. Sperber und Wilson untersuchen Bedeutung als kognitives Phänomen. Die theoretischen Unterscheidungen, die sie treffen, sollen kognitiven Unterschieden entsprechen. Grice untersucht Bedeutung als philosophisches Problem. Er, wie alle analytischen PhilosophInnen, trifft theoretische Unterscheidungen je nachdem, was ihm dabei hilft, diese Probleme zu lösen. Diese Unterscheidungen müssen aber keinen kognitiven Unterschieden entsprechen. Ein Beispiel für diesen Unterschied im Theoretisieren sind die Bedeutungsschichten der wahrheitsfunktionalen Semantik, die Ausdrucksbedeutung, die Äußerungsbedeutung, die SprecherInnenbedeutung. Das sind theoretische Abstraktionen. Der Unterschied zwischen diesen Ebenen muss nicht Unterschieden entsprechen, die sich in kognitiven Aktivitäten zeigen. In der kognitiven Semantik operiert man dagegen eher mit der kognitiven Aktivität der Schematisierung, nach der bestimmte Bedeutungsaspekte bestimmten Schematizitätsgraden von Konzepten entsprechen. Jedenfalls haben Sperber und Wilson jetzt den Relevanzgedanken von Grice aus dessen philosophischem Ansatz herausgelöst und zum Zentrum ihres kognitionswissenschaftlichen Ansatzes gemacht. In einem solchen Ansatz ist auch besser Platz für Ökonomieerwägungen, also für die Annahme, dass sprachliche Kommunikation so ablaufen müsste, dass mit dem geringstmöglichen Aufwand der größtmögliche Effekt erzielt wird. Stichwörter Maulfaulheit und Anstrengungslosigkeit von Schlussfolgerungsaktivitäten. Der Effekt besteht dann darin, dass man etwas Neues weiß bzw. eine neue Annahme über die Wirklichkeit unterhält. Vor dem Hintergrund dieses Ökonomieprinzips haben sie das Relevanzprinzip formuliert. Es besagt, dass Äußerungen im Kommunikationskontext die größtmögliche Relevanz aufweisen. Überlegen Sie, wenn man mit dieser Annahme in eine Konversation hineingeht, dann geht es nur noch darum, als relevant vorausgesetzte Gesprächsbeiträge in ihrer Bedeutung so aufzufalten, dass sie die größtmögliche Relevanz für uns haben. Hier wird die Bedeutung sozusagen von oben, von der Relevanz her konstruiert und nicht additiv von unten über Ausdrucks-, Äußerungs- und SprecherInnenbedeutung. Das soll nicht heißen, dass Ausdrücke keine Bedeutung haben. Sperber und Wilson gehen davon aus, dass es einen sprachlichen Code gibt, also ein System von Zeichen, aber ähnlich wie in der kognitiven Linguistik sagen sie, dass diese Zeichen mit ihrer konventionellen Bedeutung nur Ansatzpunkte oder Zugangspunkte zur Konstruktion der intendierten Bedeutung einer konkreten Äußerung sind. Diese Konstruktion der intendierten Bedeutung erfolgt dann durch pragmatische Inferenzen, und zwar relevanzgeleitet. Inferenz ist übrigens ein Oberbegriff für alle möglichen Arten von Schlussfolgerungen. Oberstes Prinzip dieser pragmatischen Inferenzen ist die Annahme der maximalen Relevanz der Äußerung. Man kann also sagen, dass nach dieser Sichtweise Äußerungen, die intendierte Bedeutung schon enthalten und durch die Inferenzen, die Sperber und Wilson Explikaturen nennen, nur auseinandergelegt werden. Der Ausdruck Explikatur kontrastiert absichtlich mit Grices Implikatur. Sperber und Wilson möchten damit betonen, dass das Inferierte nicht auf etwas explizit Geäußertes noch draufgepfropft wird, sondern schon drin ist und nur auseinandergelegt werden muss. Mit anderen Worten, aus der konventionellen Ausdrucksbedeutung und Kontextwissen wird eine Explikatur gezogen, die letztendliche Äußerungsbedeutung, und das Schlussverfahren ist von der unterstellten maximalen Relevanz dominiert.
Die Ausdrucksbedeutung und das Kontextwissen fassen Sperber und Wilson in Form von logischen Formeln. Sie verpassen ihnen eine logische Form, um das Bedeutungsgeschehen zu formalisieren. Gelingt die Explikatur, ist die Äußerung relevant. Und je weniger logische Kontextformeln dafür nötig sind, desto relevanter ist sie. Sperber und Wilson gehen davon aus, dass für Inferenzprozesse bei der Kommunikation, die zu Explikaturen führen, ein spezielles kognitives Modul zuständig ist. Im Hintergrund nehmen sie also eine modular organisierte Kognition an und damit weichen sie fundamental von den Annahmen der kognitiven Linguistik ab und sind sehr gut anschlussfähig an die generative Grammatik, die ebenfalls von solchen Modulen ausgeht. Wie dem auch sei, das Modul wird angesprochen durch sogenannte ostensive Reize, also wahrnehmbare Reize, die unsere Aufmerksamkeit erregen und uns suggerieren, dass jemand eine kommunikative Absicht verfolgt, mit anderen Worten uns etwas kommunizieren möchte. Das kann beispielsweise ein beharrliches Anstarren, ein Flirtlächeln, ein Zurücklehnen sein, um uns den Blick auf etwas freizugeben oder ganz einfach ein verbales Ansprechen. Mit dem Erkennen der kommunikativen Absicht beginnt die Arbeit des Moduls und sie besteht im Weiteren dann darin, die informative Absicht zu erschließen, also das, was die Person mit der kommunikativen Absicht uns kommunizieren möchte. Hier kommen jetzt also die logischen Formen der kodierten Nachricht und die logischen Formen des kontextuellen Wissens ins Spiel, auf deren Basis die Inferenzen vorgenommen werden. Sie haben Ihre Freundin informiert, dass ihr Licht nicht geht und sie sagt, dass im nächsten Ort ein Fahrradladen sei. Sie gehen nun davon aus, dass diese Information maximal relevant für sie ist. Das heißt, dass sie für sie minimalen Verarbeitungsaufwand bei maximalem kognitiven Effekt bedeutet, dass sie also ihr Wissen über das Problem mit ihrem Licht erweitern. Und das ist ja auch der Fall, wenn sie Folgendes schließen. Sie wissen nicht, wie sie ihr Licht wieder zum Leuchten kriegen. Sie brauchen dafür Hilfe. Wenn dieser Ort aus der Äußerung ihrer Freundin ohnehin auf ihrem Weg liegt und sie zu diesem Radladen fahren, der sich in diesem Ort befindet, könnte sich dort eine Person befinden, mit deren Hilfe ihr Licht wieder instand gesetzt werden könnte. Hätte ihre Freundin gesagt, ein Rabe geht im Feld spazieren, da fällt der Weizen um, hätten sie sehr viel größeren Verarbeitungsaufwand mit keinem messbaren Effekt auf ihre Annahmen zum Beleuchtungsproblem gehabt. Dieses Verhältnis bedeutet in der Relevanztheorie dann so viel wie ziemlich irrelevant oder vollständig irrelevant. Dadurch, dass diese Mechanismen diejenigen eines kognitiven Moduls sind, das zu ihrer genetischen Ausstattung gehört, können die Effekte des Relevanzprinzips auch nicht in Form einer Maxime gefasst werden. Der Begriff einer Maxime impliziert, dass man auch gegen sie verstoßen kann und dass man sie unterlassen kann. Den relevanzgeleiteten Inferenzprozess von der kommunikativen Absicht über den kodierten Inhalt zur informativen Absicht können wir laut Sperber und Wilson nicht unterlassen. Er läuft automatisch in uns ab. Ein Beispiel von Sperber und Wilson selbst. Peter gegenüber Maria. Hat Johannes dir das Geld zurückbezahlt, das er dir schuldig war? Maria gegenüber Peter. Er hat vergessen, zur Bank zu gehen. Peter erwartet von vornherein, dass Marias Äußerung optimal relevant für ihn ist. Deshalb kann Peter inferieren, dass Marias Äußerung eine Erklärung dafür darstellt, dass Johannes das Geld nicht zurückbezahlt hat. Auf dieser Basis kann Peter folgern, dass mit Bank das Geldinstitut und nicht die Sitzgelegenheit und dass mit er Johannes und niemand sonst gemeint sein muss. Er, also Johannes, muss also vergessen haben, zum Geldinstitut zu gehen. Das wiederum wäre nur relevant, wenn er vorgehabt hätte, Maria das Geld zukommen zu lassen, indem er es zum Geldinstitut bringt. Dass er es aber vergessen hat, erlaubt wiederum die Schlussfolgerung, dass er es zu einem späteren Zeitpunkt noch hinkriegen kann. Kommunikation erfolgreich. Ich erläutere diese relevanzbasierte Verstehensprozedur noch einmal allgemeiner.
Die Verstehensprozedur folgt dem Relevanzprinzip. Das heißt, die Prozedur peilt maximale kognitive Effekte bei dem geringstmöglichen Verarbeitungsaufwand an. Dazu gehört, dass kognitiv verschiedene Hypothesen über die informative Absicht getestet werden, und zwar ganz ökonomisch nach dem Grad, wie leicht sie kognitiv zugänglich sind. Die Prozedur stoppt, wenn die Relevanzerwartung ausreichend befriedigt ist. Das heißt, nicht alle möglichen Interpretationen werden kalkuliert. Im Einzelnen ist an der Relevanztheorie vor allem schwierig, das, was unter den Kontext fällt, als logische Kontextformeln zu fassen. Was muss man vom Kontext beachten und nach welchen Prinzipien werden die Formeln gebildet? Das ist von höchster Relevanz für die Relevanztheorie, denn optimal relevant ist ja ein kommunikativer Akt, je mehr Inferenzen er mit dem geringstmöglichen Aufwand erlaubt. Aber das genau wird durch seine logischen Formeln errechnet, indem die logischen Formeln hinter der Äußerung mit den logischen Kontextformeln verrechnet werden, um daraus neue Aussagen zu inferieren, eben die kognitiven Effekte, den neuen Wissensstand des Inferierenden. Das Relevanzprinzip, das ja eine empirische Aussage über den Menschen darstellt, steht und fällt also mit der logischen Formalisierung. Im Rahmen der Relevanztheorie gibt es zahlreiche experimentelle Studien, anhand deren der Ansatz untermauert werden soll. Vielleicht haben Sie gemerkt, dass das eine ganz andere Art ist, Bedeutungsforschung zu betreiben, als das, was Sie in den eher philosophisch ausgerichteten Ansätzen von Frege und Grice und Konsorten finden. Hier ist keine Spur mehr davon, wie man Bedeutungsprobleme, um nicht zu sagen Unzulänglichkeiten der natürlichen Sprache, logisch beschreiben kann, um sie zu verstehen und letztlich zu lösen oder zu umgehen. Es ist hier zu einem kognitionswissenschaftlichen, ja sogar naturwissenschaftlichen Projekt geworden, bei dem das Verstehen genauso beschrieben wird wie andere reine Naturphänomene. In der Relevanztheorie finden Sie den Sieg der einen Pragmatiktradition, die die Bedeutungsfunktion der Sprache als Naturphänomen betrachtet, über eine andere Pragmatiktradition, die die Bedeutungsfunktion vom Handlungscharakter der Sprache abhängig macht. Von diesen beiden Traditionen ist auch die Rede im Podcast zur Frage, was ist Pragmatik? Mit diesem Hinweis möchte ich schließen. Ich sage einmal mehr Danke für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss bis zum nächsten Mal.